Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern hat es so richtig begonnen, Freunde. Fortnite und Teenage Mutant Ninja Turtles gingen die nächste Runde. Am Freitag, also von Donnerstag auf Freitag Mitternacht, kam sogar ein neuer Cinematic Short, der wirklich mega nice Animationen hat zu dieser Kooperation. Geiler Trailer. Und dann gibt es nochmal einen Gameplay-Trailer zu allen neuen Sachen. Bevor wir aber mit allen neuen Dingen bezüglich dieser neuen Kooperation beginnen, haben wir jede Menge News und Leaks, die wir besprechen werden. Einmal zu Fortnite Festival, denn die besten Listen darin werden jede Saison aktualisiert, was dem Team in Fortnite die Möglichkeit gibt, etwaige Punkte- oder Brettprobleme zu beheben und neue Änderungen an der Jam-Song-Notation einzuführen. Aber was genau damit gemeint ist, werden wir in den kommenden Monaten erfahren, wenn die Seasons in Fortnite Festival rotieren. Kürzlich gab es auch Gerüchte von Xbox Era, was die mit den ganzen Podcasts, dass die Power Rangers zu Fortnite kommen, und in der Instagram-Story von Batten the Sun wurde offenbar entdeckt, dass Crimson Hawk zu Fortnite kommt. Das sind aber nur aktuell Gerüchte und sowas kann wirklich sehr, sehr viel Zeit dauern. Der nächste Fortnite Festival Leak dreht sich darum, dass am Ende der neuen Ankündigung für Fortnite Festival erwähnt wurde, dass sein neuer Veranstaltungsort schneller näher rückt. Als der Modus nämlich herauskam, wurde auch erwähnt, dass in Zukunft neue Bühnen hinzukommen würden, also können wir das in Zukunft auch erwarten mit Season 2 zum Beispiel. Und in dem Update-Video am Donnerstag habe ich ja erwähnt, dass es neue Sprudelfässer auf der ganzen Karte gibt, die derzeit in Battle Royale aktiv sind, aber derzeit einfach aussehen wie glänzendere Schlürffässer. Also die haben das gleiche Design, nur glänzen ein bisschen mehr, und diese Fässer gewähren euch 10 Sekunden geringe Schwerkraft und 15 Schild, genauso wie die Flowberries eigentlich. In Zukunft werden aber diese Fässer mit einem anderen Design aktualisiert, und zwar diesem hier. Eine kleine Änderung, die auch Epic Games bald vornimmt, ist, die Spieler darüber zu informieren, wenn beim Matchmaking ein Spiel gefunden wurde mit einem neuen Design. Zusätzlich wissen wir auch, dass Disney und Epic Games eine große Kooperation geplant haben, ein neues Unterhaltungsuniversum zwischen den beiden Franchises für die kommenden Jahre. Und tatsächlich soll der Start des Fortnite x Disney Universe laut Disney CEO noch ein paar Jahre entfernt sein. Zitat: Es wird vielleicht in ein paar Jahren auf den Markt kommen. Profilbilder auf eurer Fortnite-Freundesliste scheinen langsam aktualisiert zu werden, damit sie mit dem übereinstimmen, was ihr gerade tragt, und nicht mit dem, was ihr vor Monaten in Fortnite getragen habt. Also wurde das endlich auch behoben. Und eine sehr, sehr, sehr interessante Sache, Freunde, eine weitere Map-Änderung mit Version 28.2.0 ist in der Nähe von Ruined Reels. Ein sehr, sehr, sehr interessanter Ort, weil wir ja vermuten, dass griechische Mythologie in Season 2 eine Hauptrolle spielen wird, und Ruined Reels ist der perfekte Ort dafür, weil es ein antikes griechisches Amphitheater ist. Und hier sehen wir ein Teleskop, das direkt auf das Amphitheater schaut. Das Buch von Valeria aus Reckless Railways, in dem ein Schmetterling und eine antike Truhe ist, die Pandoras Box ähnelt, deutet darauf hin, dass sie hier nach etwas sucht. Weil wir wissen ja, Valeria sucht nach Wissen, weil für sie Wissen einfach alles ist und Macht ist, und sie strebt danach, einfach alles zu wissen. Der leitende Programmierer selbst bei Epic Games deutet sogar darauf hin, dass das noch eine größere Bedeutung hat, also so eine kleine Bestätigung dafür, indem er sagt: ich frage mich, was hier passieren wird. Sprechen wir wie üblich über den aktuellen Itemshop, Freunde, also das Video wird morgen rauskommen, das ist gerade Freitag, aber versehentlich wurde im Newsfeed sogar von Epic Games bestätigt, dass Popular von The Weeknd auch bald als Jam-Song verfügbar sein wird. Dann haben wir die NFL-Sachen noch hier, die Teenage Mutant Ninja Turtles Sets sind wieder da mit April Nolan und den Teenage Mutant Ninja Turtles selbst. Master Splinter ist sogar um 15 Uhr am Freitag direkt in den Itemshop gekommen, weil sein Set am Donnerstag ja entschlüsselt wurde. Mega nice Design, hat auch eine eigene Lobby-Animation, einen eigenen Lego-Stil. Dieses Backbling, 1500 V-Bucks kostet er, und das ist eine Spitzhacke für 800 V-Bucks. Er hat kein Bundle, dafür haben die TMNT-Instrumente ein Bundle erhalten, man kann die aber auch separat kaufen. Dann haben wir Valentinstag, The Weeknd, Lewis Hamilton, Original im Rampenlicht mit dem neuen Emote, das am Freitag rausgekommen ist, also für euch gestern, und dann noch die restlichen Sachen, so wie Wegbereiter, McLaren und so weiter. Also wir haben auch 4 neue Jam-Songs wegen Donnerstag. Ist ja typisch. Und es gibt 2 Bundles, die zurückgekommen sind. Einmal Inferno-Auftragspaket und das Auftragspaket mit Agent Fischstäbchen. Verlassen aber gemeinsam am 23. Februar um 1 Uhr den Itemshop. Denkt daran, gerne meinen Creator-Code LightSky10 einzutragen,
fliegt alle 14 Tage raus. Würde mich freuen, wenn ihr daran denken würdet. Und dann gestern um 15 Uhr wurde auch der Lobby-Hintergrund aktualisiert zum Versteck, das in der Nähe bzw. im Underground-Hauptquartier ist. Sieht wirklich sehr nice aus und wird auch bis zum 27. Februar um 15 Uhr aktiv sein. Alles TMNT-bezogene, die ganzen Mythics und so weiter, die ich gleich nochmal erwähnen werde, werden auch am 27. Februar um 15 Uhr verschwinden und aus dem Spiel genommen, weil dann auch diese Kooperation, dieses Kawabonga-Event endet. Auch der Battle Royale, das Battle Royale Playlist-Icon und das Null-Bauen-Playlist-Icon wurde aktualisiert für TMNT und der Kooperation. Für Battle Royale haben wir sogar den Ladebildschirm, der in den Dateien ist aktuell. Und nun ist auch der neue Event Pass aktiv, Freunde. Genauso bis zum 27. Februar. Das Design ist wirklich sehr, sehr nice, ist aber nichts wirklich Neues, weil wir das öfter bekommen haben, mit Star Wars zum Beispiel. Und in der Lobby könnt ihr jetzt zum neuen Tab gehen, um diesen neuen TMNT Event Pass zu sehen. Der neue Mini Battle Pass sozusagen. Wir haben hier einmal den kostenlosen und den Premium Belohnungsweg, den ihr für 1000 V-Bucks erkaufen könnt. Und der kostenlose Belohnungsweg bietet 11 Belohnungen, wobei die letzte der Hängegleiter ist. Also wir haben zum Beispiel dieses Emote hier, wofür ihr 1000 Us benötigt. Ihr müsst die 9 Kawabunga-Aufträge abschließen, die ich gleich nochmal erwähnen werde. Für ein gratis Bass für Fortnite Festival braucht ihr 2000 Us, dann bekommt ihr einen Levelaufstieg, danach ein weiteres Emote für Ninja-Stellung Donny. 4000 Us, 5000 Us bekommt ihr dieses Rückenaccessoire, dann nochmal ein Levelaufstieg. Für 7000 Us bekommt ihr ein weiteres kostenloses Emote mit Mikey, dann diesen Ladebildschirm, diese animierte und reaktive Lackierung und dann zuletzt auch nochmal Raph bzw. Raphael mit seiner Ninja-Stellung und die letzte Belohnung ist eben dieser wirklich nice Hängegleiter. Das ist der kostenlose Belohnungsweg und wenn ihr upgraden wollt, müsst ihr 1000 V-Bucks einlösen und da bekommt ihr auch direkt diesen Skin hier, den Shredder-Skin. Sehr nices Design, gefällt mir wirklich sehr, werde ich auch bald kaufen. Und damit ihr auch wisst, Freunde, die Gegenstände des Premium-Belohnungswegs werden auch möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im Itemshop verfügbar sein. Also alle Items in diesem Event-Pass könnten später in den Itemshop kommen. Und wenn ihr das Upgrade kauft, bekommt ihr auf jeden Fall direkt den Shredder-Skin. Und dann gibt es nochmal zusätzliche 11 Belohnungen im Premium-Belohnungsweg. Zum Beispiel Shredders Umhang als Backbling, folgendes Spray, ein Levelaufstieg, dann diese Spitzhacke für Shredder, ein Emote, wo man in den Boden kratzt und dann hochgeht mit diesen Krallen. Für Shredder eben bei 6000 US bekommt ihr nochmal einen Levelaufstieg, danach ein Emoticon, wird hier als Emote abgestempelt, ist aber animiert, 7000 US, danach bekommt ihr nochmal ein Rückenaccessoire, ein weiteres zerrissenes Cape sozusagen, diesen Ladebildschirm, das ist dann die vorletzte Belohnung, eine weitere Spitzhacke mit den Krallen von Shredder und die letzte Belohnung in diesem Premium-Belohnungsweg ist dann Super Shredder, auch der wirklich mega nice Design und beide Shredder-Skins haben natürlich auch Lego-Stile, aber kommen wir zu den Quests, Freunde. Part 1 der neuen TMNT-Quests sind jetzt erhältlich und sie kommen ab jetzt immer in Battle Royale und Creative unterteilt, also diesen zum Beispiel für Creative und dann haben wir Entdeckenaufträge, wo ihr Erfahrungspunkte auf Inseln von Creators verdienen müsst, um halt weiter in den Phasen voranzukommen. Belohnungen von Part 1 sind einmal 7600 US, ein Ladebildschirm und eine Blaupause, denn diese Blaupausen braucht ihr, um das Backbling hier freizuschalten, nämlich Krang. Krang ist auch ein Bösewicht für Teenage Mutant Ninja Turtles und insgesamt braucht ihr wie gesagt 6 Blaupausen und diese Blaupausen bekommt ihr, wenn ihr mindestens 5 oder wenn ihr einfach 5 Aufträge von einer Phase abgeschlossen habt. Nach 6 Blaupausen bekommt ihr dann dieses Backbling freigeschaltet und dafür braucht ihr auch nicht mal diesen Event Pass. Die Aufträge werden nach und nach rauskommen, zum Beispiel Phase 2 erscheint am 12. Februar, Phase 3 am 15. Februar, Phase 4 am 18. Februar, Phase 5 am 21. Februar und Phase 6 am 24. Februar, jedes Mal um 15 Uhr. Und die 4 neuen Mythics sind jetzt auch aktiv, Freunde. 4 neue mythische Gegenstände und die mythischen Gegenstände Leonardos Katanas, Raphaels Zai, Michelangelos Nunchaku oder Donatellos Stab haben die gleichen 4 Fähigkeiten, wobei sich die Werte je nach Waffe ein wenig unterscheiden und natürlich ein bisschen andere Animationen und Lichteffekte. Also es gibt wirklich mega nice Animationen, die mit diesen Waffen reinkommt.
reinkommen. Man merkt einfach, wie viel Detail und Arbeit in diesen Waffen steckt und allgemein in dieser Collab. Denn die vier Fähigkeiten sind einmal Angriff, Luftangriff, Sprintangriff und Doppelsprung. All diese vier Mythics haben diese vier Fähigkeiten. Alle Waffen besitzen auch drei Aufladungen, wobei eine verbrauchte Aufladung jeweils nach 10 Sekunden wiederhergestellt wird. Sowas braucht ihr eben für den Luftangriff oder für den Sprintangriff. Und diese vier Mythics könnt ihr in Truhen, Vorratslieferungen und bei Verkaufsautomaten erhalten. Und apropos Loot Drops bzw. Vorratslieferungen, die sind auch seit Freitag 15 Uhr aktiv. Zu jeder Vorratslieferung gehört der entsprechende Mythic nach Farbe und die kommen dann random auf der Karte heruntergefallen vom Himmel. Auf der Insel sind auch wieder Driftboards von Fortnite OG oder allgemein Chapter 1, Freunde. Diesmal aber im TMNT-Design. Sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Diesmal haben die auch das Benzinsystem, genauso wie alle anderen Fahrzeuge derzeit. Die maximale Spawnanzahl für diese Hoverboards sind 21 und hier seht ihr all ihre Standorte. Ein weiteres Item, das zurück ist, Freunde, sind die Pizza-Party-Schachteln in einem neuen Design für die Teenage Mutant Ninja Turtles. Sie enthalten 8 Pizzastücke und jedes Stück stellt gleichzeitig Konditionen sowie Schilde wieder her, wobei das Schildlimit 100 beträgt. Und diese Pizza-Party-Schachteln findet ihr auf dem Boden, in Truhen, in diesen Vorratslieferungen und beim Master Splinter NPC, der mit dem letzten Update hinzugefügt wurde und direkt neben Vergeltung Jones ist. Zu guter Letzt, Freunde, haben wir neue TMNT-Verkaufsautomaten, die jetzt auch online sind und neben einer Pizza-Party zufällig eine der vier Mythics verkaufen, die alle eine zufällige 25%ige Chance haben, aufzutauchen bzw. verkauft zu werden von einem Verkaufsautomaten. Diese Verkaufsautomaten kann man bei Pleasant Piazza, Ritzy Riviera, Rebels Roost, Classic Hertz, Grand Lechier und Hazy Hillside finden. Das sollte es auch mit diesem Video gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch auf den neuesten Stand bringen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts weiteres mehr bezüglich Fortnite zu verpassen. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal.